Zu seinem 20-jährigen Geburtstag hatte sich der Kunstverein Hochfranken Selb etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Nach mehreren vorausgegangenen deutsch-tschechischen Kunstprojekten im Biennale-Rhythmus war das Thema in 2010 Verknüpfungen. Mit den gemeinschaftsstiftenden Mitteln der bildenden Kunst konnten wir wieder zunehmend mehr Deutsche und Tschechen zu gemeinsamem Handeln und zur Bildung von Bekanntschaften sowie Freundschaften anregen. Wir scheuten uns nicht, als historisch belastet überlieferte Themen aufzugreifen. Auch ein Podiumsgespräch zu der Frage der lebensbegleitenden kulturellen Bildung wurde angeboten. Ein noch größeres Gewicht legten wir auf das 2 bis 3 Generationen einbindende kreative Tun. Alte und Junge sollten miteinander weiterkommen. Sie haben sich in der Tat gegenseitig angeregt, regelrecht beflügelt. Dadurch kam es zu spannenden Auseinandersetzungen zwischen Überliefertem von damals und zwischen dem gegenwärtigen Jetzt. Die hervorgebrachten Ergebnisse sind ein eindeutiger Beweis dafür. Die Bewohner auf beiden Seiten der Grenze haben sich tatsächlich rege eingeklinkt und die unterschiedlichsten Akteure einerseits bei ihren kreativen Prozessen beobachtet, ihnen über die Schulter geschaut. Andererseits haben die Besucher die fertigen Kunstwerke mit Interesse aufgenommen. Sie haben sich mit den Arbeiten auseinandergesetzt, sie kritisch diskutiert, sich daran erfreut. Sowohl bei den Künstlern wie auch bei den Besuchern wurden oftmals gleich mehrere Sinne aktiviert und zur Wahrnehmung diverser Eindrücke angeregt. Das Sehen sowieso, aber auch das Hören und das Tasten. Die Besucher kamen sehr zahlreich aus allen Himmelsrichtungen, von nah und fern. Alle gesellschaftlichen Schichten fühlten sich angesprochen. Auch Prominenz gab sich die Ehre der Anwesenheit. Die Veranstaltungsorte und Plätze waren sehr unterschiedlich ausgesucht worden. Es waren in der Tschechischen Republik das berühmte Weltbad Karlovy Vary, früher Karlsbad, und in Deutschland Selb, die Stadt der Porzellanwelt. Die Veranstaltungsstätten des Projekts Verknüpfungen wurden ganz speziell dafür ausgewählt. Die Galerie Goller, die seit vielen Jahren in systematischem Wechsel deutsche und tschechische Künstler präsentiert, das Rosenthal-Theater Selb, in dessen Foyer auf 3 Ebenen Kunstausstellungen gezeigt werden, im Factory Inn die aufgelassene Massemühle, wo früher der Rohstoff für die Porzellanproduktion aufbereitet wurde, das Porzellanikon Selb, in dem als Museum von europäischem Rang die Geschichte des Porzellans beschrieben wird, die evangelische Stadtkirche St. Andreas, die in ihrem neugotischen Stil denkmalgeschützt ist, in Karlsbad die staatliche Kunstgalerie,
die für das Projekt Verknüpfungen unser vorzüglicher Partner war, die Fachoberschule für Keramik und Glas, in der die Fachkräfte nicht nur fundiert, sondern sehr vielseitig ausgebildet werden, und nahe dem Stadtzentrum die Galerie Regenbogen. Noch vielfältiger als das Angebot der Veranstaltungsstätten war das künstlerisch-kreative Angebot mit Malerei, Zeichnen, Bildhauerei, Design und Performance. Der Kunstverein für bildende Kunst ließ aber auch ganz spezielle zeitgenössische Musik zu. Die Besonderheiten der anspruchsvollen Aktivitäten des Kunstvereins Hochfranken selbst erfahren Sie im Internet.